Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder eins der spontaneren Art. Denn ihr seht schon, Jurassic World Evolution 3 ist in der Entwicklung. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und vor allem auch keine neuen News. Und ich freue mich wie immer auch über einen Like und einen Kommentar. Let's go! Seit meinem letzten Video habe ich eigentlich immer die Augen offen gehalten, ob es irgendwelche News gibt, zwecks des Megalodon-DLCs, also alles, was mit diesem Megalodon zu tun hatte. Und es kam nichts. Also seitdem war Ruhe. Es kam nichts auf keiner Seite, auf keinem YouTube-Kanal, irgendwas. Und dann kommt aus dem Nichts einfach die Meldung, Jurassic World Evolution 3 ist in der Entwicklung. Ich habe gestern einfach so ein bisschen mal rumgeguckt, Gaming-News, dies, das, etc., und bin dann über diese Meldung gestolpert, oder ich glaube nicht genau die, ich glaube es war eine andere. Und dann habe ich natürlich gleich auf YouTube geguckt und hier geht auch wieder mein Shoutout raus, wie schon so oft, an Evolution Square. Sie hat auch direkt wieder ein Video drüber gemacht. Jurassic World Evolution 3 ist bestätigt. Sie hat auch nochmal ein paar andere Quellen benannt als ich. Also, oh hier, zack, wichtig, like. Guckt auch gerne da an das Video, sie hat da nochmal andere Quellen benannt als ich jetzt. Was habe ich jetzt hier? MacShock2.info. Ja, ich habe jetzt die Seite gerade einfach genommen. Habt ihr noch ein bisschen Nintendo-Werbung dazu. Und es ist bestätigt, dass Frontier Development ein drittes Jurassic World Spiel rausbringt und sich eben die Lizenz dafür gesichert hat. Das Ganze in Kombination mit dem neu erscheinenden Film, der, ich glaube 2025, also nächstes Jahr schon rauskommen soll, der ja bisher, wie war der Titel? Jurassic City, glaube ich. Mal sehen, was das wird. Und das Spiel soll dann eben dementsprechend vom, hier steht es, zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 31. Mai 2026 erscheinen. Also das sogenannte Finanzjahr, das geht halt immer von Juni bis Mai. Das ist, keine Ahnung, nicht unser Jahr der Normalsterblichen, sondern eben das Finanzjahr der Firmen, damit eben diese Weihnachtszeit wahrscheinlich genau in der Mitte liegt und die Weihnachtsumsätze irgendwo dann, keine Ahnung, in der Mitte das Hocherzielen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber das wäre für mich jetzt zum Beispiel eine Erklärung. Und dann ist halt eben die Frage, ich glaube, der Film ist aktuell angekündigt für Juli 2025, wir können mal kurz gucken. Das ist es auf jeden Fall nicht. Jurassic World 4 Release Date, 2. Juli 2025, also da soll es wohl rauskommen, Stand jetzt. Natürlich, es kann immer mal anders sein. Was steht hier jetzt? Jurassic World 4, letzte Kriege. Ich bin jetzt aber nicht so sicher. Naja, egal. Also so ist jetzt eben der Punkt. Der 2. Juli 2025, letzte Kriege ist dann wohl der aktuelle Titel. Also es ist ja immer so ein Bearbeitungstitel, wer weiß, ob das stimmt. Und eben nachdem das Finanzjahr 25 anfängt, gibt es dann, so wie es jetzt aussieht, einen Monat später den neuen Jurassic-Film. Und dann ist die Frage, wann kommt das neue Jurassic World-Spiel raus? Kommt es wirklich erst Richtung Ende, also Richtung 31. Mai 2026? Oder eher kurz nach dem Film, also ein, zwei Monate nach dem Film, und wir kriegen das schon nächstes Jahr, dementsprechend 2025. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, obwohl nicht bestätigt wurde, dass das dritte Spiel den Namen Jurassic World Evolution tragen wird, hat Frontier bestätigt, dass es ein Management-Spiel wie seine Vorgänger sein wird. Frontier sagt, dass das erste Jurassic World Evolution sein bisher bestverkauftes Spiel und beide Spiele für das Studio den ersten und zweiten Platz in Bezug auf den Umsatz in den ersten zwei Jahren einnehmen. Auch eine Sache, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte und auch gar nicht gewusst habe, dass einfach Jurassic World Evolution so stark ist, also so ein Zugpferd für Frontier ist, was die Verkaufszahlen angeht und den Umsatz. Ich weiß jetzt nicht, was da noch mit dazu zählt, ob das bloß das blanke Spiel ist oder auch die DLCs mit dazu zählen, habe ich keine Ahnung. Da habe ich andere Spiele viel weiter vorne gesehen irgendwie, also was man jetzt so, was ich jetzt so aufgeschnappt habe, fand ich sehr krass, aber dann sind Dinosaurier doch besser als normale Tiere, also fickt euch Zootiere. Nein, Spaß, Zootycoon ist ein grandioses Spiel, habe ich früher auch sehr, sehr geliebt. Ja, und das war es erstmal von der Seite, ich wollte es auch nicht zu lang machen, das Video, ich wollte es nicht zu lang ziehen, ist erstmal bloß das Announcement, Jurassic World Evolution 3 kommt, es wird wieder ein Aufbauspiel. Ich habe ja ein kritisches Video darüber gemacht, ob wir das Spiel überhaupt brauchen, ob wir wirklich einen dritten Teil desselben Spiels nochmal brauchen. Der Top-Kommentar für mich darunter war natürlich, brauchen wir einen dritten Teil? FIFA, COD, die bringen jedes Jahr ein neues Spiel raus und es ist immer dasselbe. Ist richtig, das stimmt, da wurde ich kalt erwischt. Jurassic World Evolution 3. Warum nicht? Ich freue mich drauf trotzdem. Um mein kritisches Video darüber zusammenzufassen, ist ja einfach nur der Endeffekt. Okay, ein dritter Teil. Ich bin nicht abgeneigt davon,
Aber bitte nicht nochmal dasselbe. Also macht halt irgendwas anders, dass wir was Neues haben. Also nochmal neuen Content. Das war ja eigentlich so mein größter Kritikpunkt an der Sache. Ja, das wollte ich euch einfach nur kurz mitteilen. Es ist also wirklich bestätigt, noch bevor die News für das neue DLC rauskam, was jetzt noch für Jurassic World Evolution 2 kommt. Jurassic World Evolution 3 ist in der Entwicklung. Und ich bin gespannt, wie das wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ich wünsche euch noch wie immer eine grandiose Woche. Bis dahin. Haut rein.